Christi. Heute sind wir bei einer Geburtstagsfeier eingeladen in Karsten im Petrus Landhaus. Das Essen war Wahnsinn. Wir haben ein Rindsteak, ich glaube Rindsteak heißt das oder so, gekriegt. Ist total lecker. Mit Kartoffel und Steinpilzen und Käse überbacken. Hat wahnsinnig gut geschmeckt. Die Location ist natürlich der Hammer, also hier im Petrus Landhaus in Karsten. Aber kurz nach Karsten, das ist ein riesen Anwesen. Man sieht es ja vielleicht im Hintergrund ein bisschen. Es ist total schön. Es ist sicher auch eine schöne Location für Hochzeiten und jede Art von sonstigen Event. Es gibt sogar einen eigenen Hubschrauberlandeplatz. Und ich finde überhaupt die Gegend momentan gerade einfach nur deswegen geil, weil man hat da überall, es ist nebelig, es sind Herbstfarben, es ist total schön zum Anschauen. Es ist ruhig, die Luft ist frisch und riecht rein und sauber. Das Essen ist super, die Location ist geil. Was möchte man mehr? Aber ich möchte euch ein bisschen daran teilhaben lassen, indem ich ein bisschen filme. Jetzt bin ich da gerade ein bisschen spazieren. Ich führe gerade meinen DJ Osmo Mobile 3 ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen herum. Und schau mal, wie es ist mit dem Wackeln, mit dem Selfie aufnehmen. Ich werde jetzt ein paar Indoor-Aufnahmen machen, um zu schauen, wie das iPhone 11 Pro videomäßig handelt, weil die Location drin ist so wahnsinnig schön. Aber es ist etwas schwummeriges Licht. Ich werde euch jetzt ein paar Aufnahmen zeigen, wie schön das eigentlich ausschaut alles. Müsst ihr mal herkommen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, mit der Videoqualität bin ich durchaus zufrieden vom iPhone 11 Pro und der Gimbal verrichtet auch seine Arbeit, wie es nun mal soll. Es ist ganz nett, wenn man den ein bisschen weiter weghalten kann, um zu filmen. Ich filme mit dem Osmo Mobile 3, dem iPhone 11 Pro und der Sound ist auch die interne Aufzeichnung vom iPhone 11 Pro. Das iPhone 11 Pro hat ja ein Stereo-Sound-Mikro und das, was ihr jetzt hört, ist halt direkt die Aufnahme in einer ruhigen Umgebung am iPhone 11 Pro. Alle B-Roll-Aufnahmen, die ihr in dem Video gesehen habt, sind mit dem iPhone 11 Pro entstanden auf dem DJI Osmo Mobile 3. Das heißt, da könnt ihr euch ein bisschen einen Eindruck machen. Ich habe viel mit hohen Frameraten gemacht, das heißt, in dem Fall habe ich Slow-Mo am Handy benutzt, das heißt 240 Bilder pro Sekunde in Full HD. Um die B-Roll-Aufnahmen hinzukriegen. Ja, und alle anderen Aufnahmen, wie das Sprechen, das Hin- und Hergehen, wenn ich direkt in die Kamera rede, sind 24 Bilder pro Sekunde. Die Aufnahmen sind halt ruhiger, wenn man es in super Slow-Mo aufnimmt. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche Videos sehen möchtest, dann würde es mich freuen, wenn du das kommentierst. Lass mir ein Like da und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Und damit möchte ich mich verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!